Das ist die Dominieren statt Kämpfen Show. Ich war halt immer bereit zu lernen, bereit mitzumachen. Jede Woche Menschen, die Bahnbrechendes geleistet haben. Ich habe gelernt, wenn Scheiße am Boden liegt, dann lass sie liegen, fass sie nicht an, du könntest eventuell riechen danach. Ob eine Idee gut ist oder schlecht, das definiert man nicht selbst, sondern das definiert der Markt. Direkt zu dir nach Hause. Möglichmacher seine positive Einstellung. Und hier ist dein Host, Dr. Julian Hosp, der Experte für smarte Abkürzungen im Leben. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Dominieren statt Kämpfen Show. Und in der heutigen Episode wieder ein ganz besonderer Gast, wie in jeder Episode. Und zwar heute Christian Romberg. Christian ist ursprünglich aus Österreich, wohnt aber, er wird es euch selber erzählen, seit Jahrzehnten bereits in Hongkong. Und wir werden da einige interessante Dinge besprechen. Und zwar erstens, wie hat er es damals geschafft, in so jungem Alter auszuziehen, nach Hongkong zu ziehen, wie ist das Ganze dort abgelaufen und vor allem, und das ist jetzt natürlich das, was wir sehr im Detail dann besprechen, wie hat er es geschafft, einen der top-elitärsten Clubs auf der ganzen Welt aufzubauen und CNN zitiert ihn auch als einen der Top 10 Clubs weltweit und da geht es jetzt nicht um irgendeinen speziellen Club, sondern da geht es jetzt um den sogenannten Key Club und dieser Key Club ist eben ein Netzwerktreffen, ein Club, wo reiche, einflussreiche Leute sich treffen, miteinander networken, Abendessen, Mittagessen und das natürlich ist hochinteressant, wie man sowas aufbaut, wie man diese ganzen Einflüsse halt hat. Wir sprechen über ganz viele andere Dinge, wie zum Beispiel die Wichtigkeit, einmal Pausen untertags zu nehmen und tief einzuatmen und warum und wie ihr das macht, das besprechen wir genau. Und dann geht es auch noch richtig unter die Haut, wenn wir über familiäre Sachen sprechen, wenn wir über Liebe und Kinder sprechen. Also mega tiefe Episode, viel Wert daraus zu holen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß. Ich sag's euch, mir hat das Gespräch mit Christian extrem viel gebracht. Du erkennst, wie wichtig die richtigen 5 Menschen um dich herum sind? Du möchtest dein Leben genauso dominieren, anstatt immer nur zu kämpfen? Doch, wie geht das? Genau dafür hat Dr. Julian Hosp die Dominieren statt Kämpfen Mastermind-Gruppe gegründet, in der du exklusiven Zugriff auf Insiderwissen zu Gesundheit, Beziehungen, Netzwerken, Business, Finanzen und vieles mehr bekommst. Tausche dich zudem mit hochmotivierten Menschen aus und erweitere dein Netzwerk automatisch, ganz bequem von zu Hause aus. Schau gleich auf www.julianhosp.com/mastermind und buche deine kostenlose Intro-Stunde. Dominiere, anstatt nur zu kämpfen. Ganz kurz, bevor wir in die Show reingehen, 3 kurze Dinge. Erstens, wenn du eine regelmäßige E-Mail zur Show haben willst, mit Hintergrundinformationen, Fotos und Links, dann geh auf meine Webseite dominieren-statt-kämpfen.com, kämpfen mit AE, trag dich dort ein und ich schicke dir einmal pro Woche eine E-Mail zur Show. Das zweite, wenn du regelmäßig jeden Tag eine kleine motivierende Audionachricht bekommen willst, dann geh auf tab.25geschichten.de und hol dir Julians täglichen Audioblog, wo ich jeden Tag ein paar richtig tolle Sachen bespreche, immer ganz kurz und pünktlich in der Früh. Und das dritte, wenn du mehr Infos zu den ganzen Geschichten und Hintergrundinformationen haben willst, dann hol dir mein Buch 25 Geschichten für mein jüngeres Ich, wo ich darüber spreche, wie ich bestimmte Entscheidungen in meinem Leben getroffen habe und welche Auswirkungen die gehabt haben und was du daraus für dich mitnehmen kannst. Das Buch bekommst du am einfachsten über Amazon, gehst du einfach auf 25geschichten.de und holst dir es direkt von dort. Ich würde mich total freuen, wenn du das machen würdest, auch wenn du mir ein Feedback auf Amazon hinterlassen würdest und auch ganz wichtig, weil du ja diesen Podcast wahrscheinlich am Handy oder am Computer hörst, lass mir doch ein Review auf iTunes und beschreib, was dir an diesem Podcast besonders gefällt. Es hilft mir und es hilft anderen Leuten, diesen Podcast auch zu finden und zu erkennen, um was es in dieser Show und in diesem Ganzen, bei diesen ganzen Gästen geht. Also jetzt aber, viel Spaß, wir steigen jetzt direkt rein. Hallo Christian, du danke, dass du dir die Zeit dafür nimmst, mit mir da ein bisschen drüber zu quatschen. Servus Julian, gern. Danke. Du hast mir gedacht, vielleicht, dass wir gleich anfangen. Kannst du ein bisschen erzählen, wann kommst du aus Innsbruck oder aus Lanz? Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie du überhaupt einmal nach Hongkong gekommen bist. Wir sitzen da, gerade für die Leute, die sehen das ja nicht, wir sitzen da in Christians sehr elitären Club, im Key Club, bei der ein bisschen was erzählen und haben da einen Tee. Und würde mir vielleicht ein bisschen interessieren, wie bist du nach Hongkong gekommen? Wie war das? Vielleicht erzählst du ein bisschen was. Ja, ich habe immer schon einen Hang gehabt zur kreativen Seite. Wollte ursprünglich eigentlich Filmdirektor werden,
Ich habe selber Kunst gemacht, Fotografie und Malerei. In Innsbruck? In Innsbruck noch und habe dann einen Termin bei meinem Vater gemacht, damit ich auf die Filmakademie gehen kann mit seiner Zustimmung. Und nach 15 Minuten bin ich rausmarschiert und er hat mich nach St. Gallen geschickt. Ich bin aber dann in Wien auf der Wirtschaftsuni gelandet und habe dort Wirtschaft angefangen zu studieren und bin dann aus persönlichen Gründen nach Innsbruck zurück und habe dort Wirtschaft fertig studiert. Sehr unwillig, weil es mir eigentlich nicht sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich habe nebenher, um mein eigenes Geld zu verdienen, in der Gastronomie gejobbt und dann mit einem Freund zusammen einen Nachtclub aufgesperrt, das war das Filou in der Altstadt. Ist Filou? Ja, in Innsbruck. Ja. Mit dem Georg Wurm, der ein sehr legendärer Gastronom war. Und ich habe ihm das ursprünglich eingerichtet und auch mit ihm zusammengeführt, eigentlich als Spaß während der Uni. Und hätte mich da fast verloren und dann irgendwann so mit 22 gesagt, ich muss vernünftig werden und ich möchte also mein Studium fertig machen. Und habe mir dann hingesetzt, das Studium fertig gemacht. Und was hast du genau studiert? Ich habe BWL studiert. BWL, okay. Und zum Magister, was hat man das damals Magister, gemacht? Magister, ja. Und wollte dann einen Job bekommen im Ausland. Und zwar als Assistent von einem erfolgreichen Handelstreibenden. Ja. Und ich habe also alle möglichen Wege versucht, ins Ausland zu kommen. Aber damals war Österreich noch in der EFTA. Also das kann man sich gar nicht erinnern. Wir haben also nicht weder in Deutschland noch in Italien oder in Amerika oder irgendwo arbeiten können. Das war also sehr schwierig. Ich habe es über alle möglichen Schienen versucht. Habe dann einen meiner Bekannten aus dem Nachtclub, wo ich gearbeitet habe, der war der Handelsdelegierte in Kairo, mit dem war ich befreundet, habe gesagt, du schau dir im Nahen Osten, ob es dort was gibt. Damals war also Saudi-Arabien und so war sehr reich und ich habe mir gedacht, vielleicht kann ich dort bei jemandem Interessanten arbeiten. Und er hat gesagt, vergiss das ist nicht, ich glaube, das Umfeld und der Lebensstil, der würde dir dort nicht gefallen. Warum gehst du nicht und arbeitest da als Diplomat, so wie ich? Dann habe ich gesagt, na, Diplomaten ist nicht eine Karriere, die mich anzieht. Und er sagt, du, es gibt eine Position, das ist Assistent des Handelsdelegierten. Bewirb dich dafür, du kannst das für ein paar Jahre machen. Das ist sicherlich mit deinem Background. War das damals Background. In Saudi-Arabien oder war das schon? War das schon? Nein, das war damals nur generell gesprochen. So. Und ich habe mich dann beworben und es hat sich aber nichts ergeben, oder die haben mir nur Plätze angeboten in Afrika und im Ostblock, das hat mich nicht interessiert. Ich wollte also wirklich entweder nach Amerika gehen, nach New York oder nach L.A., wo jeder hin will, oder nach Asien. Und dort heißen also die Plätze, die sind heiß umfochten, da habe ich keine Chance. Wie alt warst du? Ich war damals 25. Und ich bin dann... Studium schon fertig. Und ich bin dann mit einem Freund zusammen nach Amerika auf 3 Monate. Wir haben uns ein Auto gekauft und sind mit dem rumgezogen. Mit dem Ziel. Wo war das in Amerika? Wir haben angefangen von New York und sind dann nach New Orleans, wo er sehr gute Freunde gehabt hat. Und wir haben ein vages Angebot gehabt, einen Nachtclub in der Karibik zu führen. Ja? Wo in der Karibik? Ja, ich glaube Virgin Islands oder irgend so. Ja. Und ich bekomme dann einen Anruf von meinem Vater, der sagt, du, ich habe gerade den Handelsdelegierten von Hongkong getroffen, der sucht einen neuen Assistenten, hat schon jemand ausgesucht, aber er würde dir eine Chance geben für ein Interview, aber du müsstest jetzt sofort zurückfliegen. Du warst gerade in Amerika. Und ich war in Amerika, bin dann zurückgeflogen und bin in Wien angekommen in der Früh, habe einen Termin gehabt, ein paar Stunden später, um 11.30 Uhr in der Bundeswirtschaftskammer. Und bin da am Graben spazieren gegangen, habe ein paar Leute getroffen und danach in die Bundeswirtschaftskammer. Der Handelsdelegierte war sehr freundlich, hat gesagt, gehen wir auf einen Kaffee. Er war aber Alkoholiker und es hat dann geendet, dass wir am Nachmittag Wein getrunken haben und uns sehr gut verstanden haben. Und der hat dann im Endeffekt gesagt, also, ich biete Ihnen den Job an, ja. Wenn Sie das Risiko eingehen, da gibt es eine Leumundsüberprüfung, dass Sie also nicht ein Kommunist sind oder terroristische Vergangenheit haben oder Rauschgift-Vergangenheit. Und wenn das okay ist, dann können Sie zum 1. Jänner bei mir anfangen in Hongkong. Was war das für ein Jahr? Weißt du es noch? Das war, glaube ich, 1980 oder 79. Ich war dann 3 Monate auf der Bundeswirtschaftskammer in Wien und das war verhältnismäßig eigentlich ganz interessant, nämlich speziell, weil ich eben trainiert worden bin für die Position Hongkong
Und Hongkong hat eine sehr starke Niederlassung gehabt, das Hongkong Trade Development Council, also das ist das Pendant zu der österreichischen Wirtschaftskammer, und deren Ostblock-Sitz war in Wien. Außerdem hat das Hongkong Trade Development Council sich aufgebaut nach der Organisation der österreichischen Wirtschaftskammer und der Außenhandelsstellen. Und Österreich hat also eine sehr enge Verbindung gehabt, und ich war dann eingeladen, dort 6 Wochen im Hongkong Trade Development Council in Wien zu arbeiten, neben der Bundeswirtschaftskammer, und bin dort nur ausgeführt worden. Das war also super, und kam dann nach Hongkong. Glaubst du, was war der ausschlaggebende Punkt, dass er die genommen hat? War vielleicht Vitamin B ein bisschen im Ding drin, aber was war, glaubst du, dass der ausschlaggebende Punkt war? Na, ich glaube, das war schon meine persönliche Überzeugung. Ich war sehr passioniert. Ich habe gesagt, ich bin bereit, mich für die nächsten Jahre wirklich in einen Job hineinzuknien. Ich gehe ins Ausland, um zu lernen. Ich bin speziell interessiert, nach Asien zu gehen. Ich hab auch damals schon ziemlich unternehmerisch gedacht, und das, glaube ich, hat ihm imponiert. Und ich habe mit ihm diskutiert, was man machen kann in meiner Position in Hongkong und was meine Aufgabengebiete sind und so weiter. Und er hat also da viel Engagement gesehen. Ich habe ihm auch ganz offen gesagt von meinem Background, dass ich viel in der Gastronomie gearbeitet habe. Und ich glaube, das hat ihm auch irgendwo imponiert, weil Österreich ist ja sehr stark verankert, wirtschaftlich auch in der Gastronomie und Hotellerie. Und wir haben international einen sehr guten Ruf. Und er hat gewusst, dass das für meinen Job sicherlich nicht schlechte Vorbildung ist, wenn man mit Leuten umgehen kann. Ja. Und ich kam dann nach Hongkong. Wie war Hongkong damals? Ich kenne jetzt Hongkong seit 4 Jahren. Heute ist das ja die Megastadt. Wie war das? Also das war wirklich die Hochzeit noch des britischen Kolonialherrschaft hier. Es waren damals aber Großprojekte im Laufen, wie zum Beispiel wurde damals gerade die MTA, also die U-Bahn, fertiggestellt. Damals ist die fertiggestellt worden? Ja, also ich kann mich noch erinnern, wir haben damals Baubesichtigungen gemacht für österreichische Baufirmen und so weiter. Und ich habe also auch die ganzen Top-Leute kennengelernt, die in dem Projekt involviert waren. Und das Interessante war, dass mein Boss, der Handelsdelegierte Ferch, war auch eine schillernde Persönlichkeit, und wirklich, obwohl Österreich ein kleiner Handelspartner von Hongkong war, hat er sehr, sehr gute Beziehungen in Hongkong gehabt und war sehr angesehen. Und er war auch ein sehr effizienter Handelsdelegierter, hat wirklich für Österreich viel erreicht. Er hat auch den österreichischen Charme sehr wohl verwendet in der Politik hier. Er hat also die ganzen Top-Politiker nach Österreich eingeladen, darunter ein paar chinesische Frauen, die sehr, sehr einflussreich waren. Und die wurden dann beim Opernball in Wien verführt, nicht verführt, aber verzaubert. Ja. Und dadurch hat es wirklich sehr enge Beziehungen gegeben zwischen Österreich und Hongkong, speziell mit dem Boss des Hongkong Trade Development Councils. Und das Hongkong Trade Development Council damals war auch was Neues. Und der Len Dunning, der damalige Präsident des Hongkong TDCs, der war sehr einfallsreich und hat sehr ungewöhnliche Sachen gemacht. Zum Beispiel hat damals in Hongkong gegeben eine Uhrenindustrie, das waren hauptsächlich elektronische Uhren, und natürlich die großen Widersacher war die Schweizer Uhrenindustrie. Daraufhin hat er mit verhältnismäßig viel Geld eine Konkurrenzveranstaltung bei der Schweizer Uhrenmesse über der Straße in einem Messepalast organisiert. In der Schweiz. Und das hat derartig gut organisiert, das hat also die Schweizer Messe fast an die Wand gespielt, und sie haben also da wirklich Aufsehen erregt und haben Hongkong bekannt gemacht als Produzent für Uhren. Aufgrund dieses Erfolges hat er das gleiche bei der Modemesse in Paris gemacht. Und dann hat er ähnliche Veranstaltungen in Hongkong inszeniert, wo also die größten Warenhauseinkäufer der Welt eingeladen hat zu Modemessen in Hongkong. Und das waren dann wirklich gut, top inszenierte Veranstaltungen, wo die Leute absolut verwöhnt wurden, wo die Leute auch den richtigen Partnern vorgestellt wurden und wo wirklich Geschäft kreiert wurde. Was hast du aus der Zeit mitgenommen? Hast du da viel networken können, Leute kennengelernt, oder hast du da jetzt für dich als Das Interessante war, dass mein Boss also wirklich interessiert war, mich auszubilden, und er war als Boss sehr, sehr streng. Was heißt streng? Ja, also zum Beispiel, ich kam ja ohne administrative Vorbildung, das war mein erster Job in einem Büro, ja. Und die Handelsdelegation war eher wirtschaftlich organisiert, also nicht so politisch oder nicht so formell,
wie das Außenamt oder die Botschaft hier. Wo hast du gearbeitet? Mein Büro war hier im Zentrum, okay. Im Shell Tower, das ist also da an der Pedder Street. Ja. Und das war die Zeit noch vor dem Computer. Aha. Also der Computer war im Entstehen. Ja. Das waren noch Computer und Banken verwendet, aber Computer wurde also noch kaum in den Büros verwendet oder nur in sehr modernen Büros. Wahnsinn. Und ich habe damals mir erlaubt vorzuschlagen, ja, warum führen wir keine Computer ein bei uns im Büro? Wir sind in Asien, Taiwan ist das Zentrum der Computer, die sind billig hier. Dann hat er gesagt, okay, mach eine Einreichung bei der Bundeswirtschaftskammer. Das Ergebnis war, dass uns gesagt wurde, es gibt eine Studie in Wien, die ist dotiert mit 10 Millionen Schilling damals an IBM und in 3 Jahren wird es ein Testprogramm geben. Dann habe ich gesagt, ja, kann man nicht vielleicht 10.000 Schilling ausgeben, 1.000 Euro, dass wir unseren Computer kaufen können in Taiwan. Dann hat er gesagt, ja, das müssen wir ansuchen. Also wir haben damals noch mit Mikrofisch gearbeitet und mit Telex, das kann man sich halt gar nicht vorstellen. Ja, also. Und ich wurde trainiert in der Korrespondenz und das war damals also schon politisch. Als Handelsdelegierter hatten wir die Aufgabe, österreichische Firmen zu vertreten in ihren Anliegen, in ihren wirtschaftlichen Anliegen in Hongkong und hauptsächlich Partner für sie zu finden. Also das Erste war, wir haben die Bonität überprüfen müssen und dann haben wir uns überlegen müssen, wer könnte ein vernünftiger Partner sein. Aber das war ein Problem. Ich habe mich dann engagiert und wie ein Unternehmer gedacht und gesagt, okay, wer ist gut in Hongkong, wo kann jetzt der Exporteur mit seinem Produkt irgendwo ein Geschäft anfangen, was macht Sinn? Und habe versucht, da kreativ zu sein und dann wurde ich aber eingebremst zu meinem Boss und gesagt, du, das kann man nicht machen in dieser Form, weil wenn wir hier zu unternehmerisch denken, dann wir repräsentieren die gesamte österreichische Industrie, wir können jetzt nicht nur für einen da das Geschäft aufreißen. Also, und das war dann im Endeffekt etwas frustrierend, weil er hat einmal ein Statement zu mir gemacht, obwohl er persönlich, habe ich ihn sehr gut verstanden, aber sagen wir von seiner Berufsauffassung, seiner diplomatischen Berufsauffassung, hat er gesagt, John, Karriere in der Diplomatie macht man nicht durch Erfolge, sondern dass man Fehler vermeidet. Mhm. Er sagt, also komplett das Gegenteil von Unternehmer. Das Gegenteil. Und das ist mir wirklich im Kopf geblieben und ich habe immer dann gesagt, also ich werde nicht zu lange hier bleiben, ich verwende es, um einen guten Ausstieg zu bekommen, ich suche mal einen guten Job in der Wirtschaft. Ich wollte damals, ich bin im Endeffekt 2 Jahre geblieben, ich wollte in den internationalen Handel, bin aber dann eben, so wie das Leben spielt, durch mein persönliches Interesse in die Gastronomie gerutscht. Also ich habe damals den heißesten Nachtclubbesitzer in Hongkong kennengelernt, mit dem habe ich mich befreundet und der kam aus einer sehr guten Familie. Also mit wie hast du den kennengelernt, genau? Ich glaube, das sind sicher viele Leute, die interessieren sich mal, wie lernst du jetzt? Nachdem ich mich wohlgefühlt habe im Nachtleben, habe ich mir angeschaut, wo gibt es hier einen Nachtclub mit einem gewissen internationalen Standard und es hat nur einen gegeben, das hat damals geheißen Disco Disco und das war also das Pendant vom Studio 54 in New York. Und der Besitzer, und das war der Sohn vom größten Kaufhaus hier in Hongkong, von Lane Crawford. Die Mutter war also Boss von Lane Crawford und sein Vater war an Bord von der Hongkong Shanghai Bank. Das war top, top britisch-chinesische Familie. Und nachdem ich mich in Nachtclubs auskenne, weiß ich auch, wie man dort Leute kennenlernt. Okay, und habe dann also nach sehr kurzer Zeit den Besitzer kennengelernt. Und war dann befreundet mit einer der heißesten Frauen von Hongkong, die war sehr wohlhabend. Und wie alt warst du damals? Ich war damals 26. Also das war nur 1-2 Jahre, nachdem du gekommen bist? Aha, okay. Und der hat eine sehr interessante Idee gehabt. Der hat gesagt, also ich mache hier mit diesem Nachtclub nicht nur, weil ich einen Nachtclub machen will. Und in dem Nachtclub hat er 4, 5 Partner gehabt. Das waren alles Söhne der besten Familien in Hongkong. Für die war das alles eine Spielerei. Denen ist es nicht ums Geld gegangen, sondern um das Gesicht hier, also um das gesellschaftliche Gesicht. Sondern er hat gesagt, was uns wirklich interessiert, ist Property Development. Und das war eben in Lang Kwai Fong. Er hat gesagt, was ich machen will, ist, ich will 4, 5 Lokale aufsperren, im Erdgeschoss, in dieser Gegend, in diesem Viertel. Und damit machen wir das Viertel in und gleichzeitig mit meinen Partnern kaufen wir die ganzen Gebäude.
Und dann entwickeln wir diese Gebäude so wie die in Ginza in Japan. Und zwar, dass die Gastronomie nicht nur im Erdgeschoss ist, sondern dass sie hinaufgeht in die Gebäude. Und das war sein Plan. Und dieser Plan, den hat er dann im Endeffekt nie realisiert. Den hat dann Alan Simon realisiert, der Lang Kwai Fong berühmt gemacht hat. Warum hat er es nicht umgesetzt? Weil er offen gesprochen, er war total kocksüchtig und größenwahnsinnig. Er hätte die Möglichkeiten sicher gehabt, aber er hat sie aber nie umgesetzt. Er hat immer nur davon gesprochen. Er hat alle Leute gekannt. Wir waren einmal mit ihm auf Weltreise, wo wir also uns die besten Clubs auf der Welt angeschaut haben, um mit Ideen zurückzukommen. Und das war dann auch der Auslöser, dass ich ausgestiegen bin aus der Bundeswirtschaftskammer und mein eigenes Lokal aufgemacht habe. Wie alt warst du da? Ich war damals 26. Wow. Ja. Also du warst knapp über ein Jahr in Hongkong zu dem Zeitpunkt? Ja, eineinhalb Jahre, ja. Wow. Okay. Was war dein erstes Lokal? Und das erste Lokal, da waren wir sehr frech, das haben wir dann genannt 1997, weil 1997 war damals das Hauptthema, weil das war eben das Datum, wo Hongkong zurückgeht an China, und das war das wurde nach dem Besuch von Margaret Thatcher bei Deng Xiaoping das heiße Thema in Hongkong: Was wird passieren, wenn Hongkong nach China zurückgeht, wenn die Briten nicht mehr hier sind, werden wir alle kommunistisch? Und in der Folge kam es zu einer großen Auswanderung in Hongkong von der ganzen Intelligenz und Mittelklasse und auch vom Kapital. Aber also 1997 war ein Schreckgedanke, aber wir haben diesen Namen angenommen und gesagt, weil das ist auch unsere Zukunft. Und im Endeffekt, wenn man dann ein, zwei Jahre später 1997 gesagt hat, dann haben die meisten Leute über unseren Club oder unser Restaurant nachgedacht und nicht über die Zukunft. Und hast du das damals schon so gedacht, dass marketingstrategisch wäre das super schlau? Oder? Ja, ich meine, 1997 war in großen schwarzen Buchstaben oder Zahlen auf der Titelseite von jeder Tageszeitung, und wir haben gesagt, okay, wow, that's our name. Also es ist kostenloses Marketing im Prinzip. Also wow, wir wollten uns ursprünglich, waren wir so frech, wir wollten sogar riesige Lichtreklame auf einer der Hochhäuser dort am Hafen haben mit 1997 drauf. Wow. Aber das war dann nicht notwendig, weil wir wurden sehr schnell sehr bekannt. Es gab damals aber wirklich auch in Hongkong keine europäische Gastronomie außerhalb der Hotels. Es gab ein, zwei Kolonialrestaurants. Es gab damals also den Red Light District, wo die Amerikaner ihr R&R gemacht haben in Wan Chai und in Kowloon und Tsim Sha Tsui. Aber es gab also nicht so, wie es heute gibt, eine westliche Gastronomie und Nightlife-Scene und so weiter und Lifestyle-Scene. Ja. Und wir waren da wirklich die Vorreiter. Wie lange habt ihr 1979er Captain Club? Oder ist 1997 als Brand haben wir gehabt, ich habe es gehabt 18 Jahre, wow, teilweise mit verschiedenen Partnern, aber ich habe zum Großteil immer die Mehrheit gehabt an dieser Firma, und wir haben also über diese 18 Jahre ungefähr 15 Lokale gehabt in Hongkong. Wow. Und auch schon in das erste damals Anfang der 90er Jahre in Shanghai, eigentlich das erste wirklich westliche gute Lokal in Shanghai. Wann hast du es dort? Das war 1993. Und das hat geheißen Park 97. Also wir haben dann den Namen 1997, der wurde dann im Endeffekt als Brand abgekürzt in 97. Und 97 war wirklich bekannt. Also wenn du im Taxi gesagt hast, bring me to 97, dann haben die gewusst, wo das ist. Wow, wirklich, unglaublich. Ja, ja, wow. Ja, sicherlich. Wie hast denn das Ganze, wie bist du dann schlussendlich jetzt da, wo wir sind, jetzt im Key Club, wie ist dann dieser ganze Prozess dann rübergewandert? Und also mich hat eigentlich an Lokalen immer interessiert, neue Lokale aufzumachen, dem Trend voran zu sein. Das war wirklich der Spaß dran. Und wir waren, wo hast also du den Trend hergehabt? Hast du den innerlich gespürt oder hast du nach New York geschaut oder vielleicht was nach Europa? Oder? Also wir haben immer schon weltweit geschaut, was ist in, was ist los, wo sind die neuen Trends? Wer sind da Trendsetter? Für Hongkong ist es sehr englisch orientiert. Mhm. Also wir haben uns sehr viel an London orientiert. Mhm. Und London ist also wirklich, glaube ich, auf dem Sektor führend. Was Clubs angeht und so. Was Clubs und auch Privatclubs angeht. Und ich war zeitweise dann, wie meine Kinder geboren worden sind, hat mir meine Frau überredet, so in Frühpension zu gehen. Und ich war also dann nur mehr Chairman. Ich habe eine sehr, sehr gute australische CEO gehabt, die hat unsere Kette geführt von Lokalen. Wie alt warst du damals? Damals war ich Mitte 30. Ja. Okay. Und habe also 8 Jahre
Zeit gehabt, eigentlich, um andere Themen, die mich interessieren, zu entwickeln. Und was war das vor allem? Und mein Hauptthema neben diesem verrückten Thema der Unterhaltungsindustrie war eigentlich wirklich den Sinn des Lebens zu finden. Und ich war also schon als Kind sehr interessiert an Philosophie, an Religionen und was ist da dahinter? Was ist der Sinn von unserem Leben? Was ist die Formel für unser Leben? Was ist die Formel für Glück? Und das war sicherlich auch der Grund, warum ich nach Asien kam, weil ich habe sehr viel asiatische Philosophie gelesen über Buddhismus, über Zen-Buddhismus, über Martial Arts, was wahrscheinlich viele westliche Leute über Meditation und so weiter. Und das war, glaube ich, auch der Grund, warum ich mich für Hongkong entschieden habe als Destination. Meine Idee war, ich bin in Hongkong vielleicht 3-4 Jahre und ich bin jetzt hier über 30 Jahre und habe es eigentlich nie bereut. Also 1997 waren verschiedenste gastronomische Konzepte. Das war ein Club, der war also 18 Jahre der führende Club in Hongkong, wo also ein Großteil der heutigen Gesellschaft aufgewachsen ist in dem Club. Und deswegen haben wir auch so einen guten Namen in der Gesellschaft. Und das hat uns dann erlaubt, auch dann im Jahr 2000 einen Privatclub aufzusperren, den Key Club, den wir also, und um einen Privatclub aufzusperren, braucht man so starke strategische Partner und jemand damals den Hausbesitzer genommen, weil das ist in Hongkong sehr wichtig, dass man nicht einen 2-Jahres-Mietvertrag hat, sondern dass man unbegrenztes Mietverhältnis hat. Hat es damals Konkurrenten schon gegeben? Hat es damals schon private Clubs gegeben in Hongkong? Es hat in Hongkong sehr viele Clubs gegeben, aber die meisten waren entweder Nationalitäten organisiert. Wie der American Club zum Beispiel. Ja, American Club oder der Hongkong Club, das war der britische Club. Und dann hat es sehr viele Sport- und Freizeitclubs gegeben. Ja. Und es hat natürlich auch geschäftliche Clubs gegeben, wie den Banker Club, aber die waren alle ziemlich fad. Und was mir imponiert hat an den Londoner Clubs, waren gesellschaftliche Clubs, aber die haben auch irgendwo einen Nightclub-Aspekt gehabt. Was heißt Nightclub-Aspekt? Dass die am Abend auch irgendwelche Sachen machen? Boah, also, dass es dort auch heiße Partys gibt. Ja. Und mir war klar, ich will nur Entschuldigung, die anderen Clubs haben das alle nie gehabt. Die anderen Clubs haben das überhaupt nicht gehabt. Das waren reine gesellschaftliche oder Sportclubs oder Familienclubs. Wir wollten die coole Gesellschaft hier haben. Aber und haben eben gesagt, wir machen Nachtclub nur am Wochenende, Freitag, Samstag. Und dort machen wir dann wirklich Top-Partys. Wir haben also die ersten angefangen, internationale DJs zu bringen nach Hongkong, mit internationalen Pop-Up-Clubs zu machen bei uns und so weiter. Und wir haben auch von Anfang an mit der Luxusindustrie sehr gezielt gearbeitet. Also immer High-End, ja. Ja, Hongkong war immer schon der Asien-Sitz der ganzen Luxusfirmen, der ganzen Modefirmen. Und die haben wir alle persönlich gekannt aus dem Nachtclub, die Manager, und wir haben also gewusst, welche Themen die im nächsten Jahr in ihren Kollektionen haben, und die haben wir dann bei uns im Club umgesetzt, entweder in Partys oder in Veranstaltungen, in Ausstellungen, in Trunkshows, also Verkaufsveranstaltungen hier für Luxusmarken und so weiter, für Hotelketten, für Boutique-Ressorts und so weiter. Und in den letzten 15 Jahren, also den Club, Key Club gibt es jetzt seit 15 Jahren, wir waren heuer 15 Jahre alt, haben wir mit eigentlich allen großen Luxusfirmen zusammengearbeitet, aber auch Banken, Automarken, Kosmetikmarken, Modefirmen, Juwelieren. Als Veranstaltungen, ja. Wir haben auch schon seit 10 Jahren eine Partnerschaft mit American Express, mit deren schwarzer Centurion-Karte, und wir haben da ein Arrangement, also Centurion kann bei uns buchen, und wenn wir, und wir können die Buchung annehmen oder nicht, abhängig wie voll wir sind. Ja. Das sind natürlich wirklich interessante Partner, wo man dann wirklich auf einer anderen Ebene sieht, und zwar wie Luxus und Lifestyle verkauft wird. Ja. Wie funktioniert generell das Membership-System bei so einem Private Club? Weil ursprünglich war das so, dass wir also die interessantesten Leute eingeladen haben. Unser Problem war nur, wir haben die Einladung, unsere Presse und unsere Verkaufskampagne gestartet eine Woche vor 9/11. Wow. Und das war natürlich der schlimmste Zeitpunkt, wo man sowas starten kann. Wir haben als Anfangs-Eröffnungsveranstaltung 2 Tage super Luxusveranstaltung mit Hermes hier im Club gehabt, und da war alles, was Rang und Namen hat, war hier, aber niemand hat eine Mitgliedschaft gekauft. Wir haben den heißesten Club gehabt. Was hat die damals gekostet?
Die hat damals kostet 3.000 Euro, heute kostet 5.000 Euro pro Jahr. Und also im Prinzip funktioniert es so, dass ein Club, da kauft man sich den Eintritt und der kann entweder begrenzt sein oder es kann ein Live-Membership sein und dann zahlt man jährlich einen Beitrag. Und weil man eben diesen Eintrittspreis gezahlt hat, zahlt man auch den jährlichen Beitrag weiter, weil man also nicht diese Mitgliedschaft verlieren will. Das ist mehr oder weniger der Trick, wie ein Club funktioniert. Und in einem Club verkauft man also nicht nur den Raum, den Club selber, sondern eigentlich verkauft man die Mitglieder untereinander, untereinander, weil man hier kommt in eine Gesellschaft, in eine Community, wo man eben in einem interessanten Umfeld ist, wo man interessante Leute kennenlernt. Ob das jetzt ist, dass man dort einen zukünftigen Lebenspartner findet oder einen Geschäftspartner oder einen Kollaborationspartner oder ob man zu interessanten Veranstaltungen eingeladen ist, das ist, was wir hier tun im Key. Ja. Aufgrund meines Interesses im Kunstbereich war Key immer schon sehr stark Kunst angehaucht. Wir waren immer Plattform für die besten Galerien in Hongkong. Wir machen sehr viele Vernissagen hier. Nachdem wir sehr zentrale Lage in Hongkong haben, ist es einfacher für eine Galerie hier die Eröffnung zu machen und dann geht die Ausstellung zurück in die Galerie, die man vielleicht nicht so leicht erreicht, weil sie nicht im Zentrum ist. Und wir haben dort immer versucht, neutral zu sein, dass wir mit allen zusammenarbeiten können. Denkst du, war bei dir gerade am Anfang, ich glaube, du bist nicht der Einzige gewesen, der versucht hat, einen Private Membership Club zu haben. Was war bei dir, glaubst du, der Unterschied, dass du es mit dem Key geschafft hast und die vielen anderen nicht? Unser Fokus war eben wirklich ein cooler, trendy Club zu sein und wirklich im Trend, im internationalen Trend oder sogar teilweise im internationalen Trend voraus zu sein. Diese Gesellschaft schickt in Hongkong, die reist sehr viel, die ist vermögend, die kann sich leisten, auf der Welt sich die besten Sachen anzuschauen und die wollen natürlich sowas auch in Hongkong haben. Und also wir haben. Sind deine Gäste eher international oder eher national? Unsere Mitgliedschaft in Hongkong sind ungefähr 1800 Members und das setzt sich zusammen aus den ältesten Hongkong-Familien und auf der einen Seite die internationalen Hongkong-Familien, die hier leben, die also ihren Lebenssitz haben und das sind britische, das sind aber auch französische, das sind Italiener, das sind also alle möglichen Nationalitäten. Aber wir haben es auch geschafft, von Anfang an schon auch die Hongkonger Society hier als Mitglieder zu haben. Und wir haben also sehr viele Mitglieder, wo drei Generationen unseren Club besuchen. Wow. Ja, also wie hast du das genau geschafft? Wie hast du es geschafft, dass gerade gibt es ja unter Anführungszeichen viel Konkurrenz. Wie hast du es geschafft, dass du gerade die Hongkonesen reinbringst? Dabei hat mir meine Frau sehr viel geholfen, die also eine geborene PR-Frau ist und die also in ihrer Vorgeschichte im Filmgeschäft, im Modebereich, im Antiquitätengeschäft gearbeitet hat. Und die hat also viele Leute gekannt. Und ich habe, also das Wichtige in einem Club ist, also dass man nicht nur eine Gastronomie ist oder gehobene Gastronomie und Veranstaltungsplatz, sondern dass man also wie ein Hotel auch ein professionelles Concierge-Team hat, dass man Marketing hat. Was macht ein professionelles Concierge-Team? Also ein Concierge-Team ist also, dass wenn der Gast reinkommt, dann muss er sich erst, dann wird er persönlich erkannt, was dem Gast Gesicht gibt, Renommee gibt, wenn er mit Kunden kommt oder wenn er mit Gästen kommt, dass man weiß, was er will, wo er gern sitzt, was seine Lieblingsgetränke ist, dass man ihn aber auch im Club interessanten Leuten vorstellt. Und dazu haben wir eben immer ein geschultes Team an PR-Leuten, die auf der einen Seite Mitgliedschaften verkaufen, aber auf der anderen Seite auch sich um unsere Mitglieder kümmern, die Leute zu interessanten Partys einladen. Die gehen aber auch zu allen Partys in Hongkong und sind dort mehr oder weniger unsere Ambassadors. Wow. Ja. Und also das muss man wirklich gezielt und professionell betreiben. Ja. Wer leitet das Ganze? Machst du das bei euch im Team oder hast du... Wo siehst du da deine Stärke oder hast du da Leute, die das dann machen? Oder? Also wirklich das kreative Denken, sowohl das Marketing-Denken als wie auch das generell kreative Denken, was kann man im Lifestyle-Bereich an neuen Ideen präsentieren, kommt primär von mir, aber ich bekomme auch das Feedback von meinem Team, die ständig mit den interessanten Leuten beisammen sind, die kennenlernen, befreundet sind. Und dadurch
wir haben auch seit 10 Jahren unser eigenes Magazin, also unser Top-Lifestyle-Magazin, wo wir also... Wie heißt das? Das heißt Key, Key Magazin. Und das ist ein Magazine for Key Players. Also wir spielen sehr oft mit dem Wort Key. Wir schreiben uns mit K-E-E. Das heißt eigentlich eine Familiengesellschaft oder eine Familienfirma. Wirklich? Weil wir das als Familien... Auf Chinesisch. Ja, also Key bedeutet, was bei uns, was auf Deutsch GmbH ist, aber es ist eigentlich die ursprüngliche chinesische Familiengesellschaft. Und in China, jede Firma heißt, hat ihren Familiennamen und danach Key, also Bao Key, Wong Key, Li Key. Jedes Lastauto, das man anschaut, da steht dann Familiennamen, danach Key. Das heißt eben Familienfirma, und wir wollten hier auch eben kommunizieren, dass Key Club wirklich von einer Familie geführt wird, mit Partnern, wo eine bekannte Familie dahinter steht. Unsere strategischen Partnern waren die Shaw-Familie, und die Shaw-Familie, denen gehört das ganze Fernsehen und Filmgeschäft in Asien, die Shaw-Studios, die berühmten Shaw-Studios, die also die ganzen chinesischen Filme und Kung-Fu-Filme berühmt gemacht haben. Dann war die Hang Lung-Familie. Hang Lung ist eine der größten Immobilienfirmen in Hongkong. Dann der Hausbesitzer Yung Kee. Yung Kee ist das älteste chinesische Restaurant im Zentrum von Hongkong. Und dann haben wir noch einen Partner gehabt, das war ein junger Internetunternehmer. Weil ursprünglich war auch die Idee, dass Kee Club als Zielgruppe auch sehr stark kreative Firmen oder kreative Manager anziehen soll. Und damals war eben das Internet sehr heiß. Leider Gottes, bevor wir aufgehört haben, gab es auch die Internetblase, und die Internetfirmen haben auf einmal kein Geld gehabt, um sich Mitgliedschaften zu kaufen. Wie hast du das Ganze dann so wachsen lassen? Ich meine, jetzt bist du unter den Top 10 Clubs weltweit von CNN ausgezeichnet worden. Wie hast du es geschafft innerhalb von 15 Jahren? Ich meine, es sind ja viele andere Clubs, die ja unter Anführungszeichen da mitkämpfen wollen. Erstens war es ein stetiger Aufbau. Also man muss da wirklich Geduld haben. Wir sind da durch einige schwierige Zeiten gegangen. Drei Jahre nach unserer Eröffnung hatten wir SARS in Hongkong. Und das kann man sich nicht mehr erinnern, aber das war eine Epidemie oder eine angebliche Epidemie, die hat Hongkong total lahmgelegt, mit dem Ergebnis, dass alle großen Hotels waren komplett leer, da war nicht ein einziges Zimmer besetzt, am Flughafen gab es keinen Verkehr, ja. Also das war unvorstellbar. Wie war das bei euch im Club? Das muss ja eine Katastrophe sein. Dadurch, dass wir eben so privat waren, haben die Leute sich hier sicher gefühlt. Ich habe meinen Gästen gesagt, also mein Personal trägt keine Masken, weil das ist einfach eine Schreckensidee. Also ich will nicht hier Schrecken verbreiten im Club, sondern das Club ist ein Heim für meine Mitglieder. Aber in der Küche arbeiten wir mit Masken und total hygienisch und so weiter. Dadurch war es uns möglich, doch irgendwo ein Refugium auch in den 3 Monaten des SARS zu werden. Also dass die Leute fast zu dir kommen sind, weil sie sich sicher da fühlen. Weil sie sicher gefühlt haben. Und wir waren auch sehr smart. Wir haben damals eine Filmschauspielerin, die hat einen Mordskandal gehabt, die ist mehr oder weniger bei uns im Kickclub eingezogen. Und nachdem es keine neue Presse, nachdem es keine News gegeben hat in der Zeit, hatten wir vom Club 50 Presseleute und Paparazzi jeden Tag, die nur darauf wartet haben, ob die rein oder raus geht im Club. Gleichzeitig hat einer der berühmtesten Banker hier im Club eine Liebschaft gehabt und ihm ein Privatzimmer ständig gemietet gehabt. Also das sind keine Schlafzimmer, sondern das sind Salons, wo er also seine Freundin getroffen hat, und die Paparazzi haben auch draußen gewartet. Also dadurch waren wir auch während SARS sehr bekannt. Ich habe aber auch sehr... So ungefähr nach 2-3 Wochen habe ich gesehen, also Hongkong geht wirklich einer sehr, sehr schwierigen Zeit entgegen. Und ich habe dann angerufen, meine Top-Freunde bei Bulgari, bei Louis Vuitton und bei Hermès, das waren wirklich die Managers dort, waren persönliche Freunde. Ich habe sie zu einem Mittagessen eingeladen und gesagt, also Jungs, ich glaube, Hongkong hat ein Riesenproblem und wir können nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern wir sollten uns jetzt überlegen, wie kommen wir aus diesem SARS wieder raus. Wir wissen nicht, wie viele Leute dort sterben werden, wie lange das dauert, aber irgendwann wird es vorbei sein und dann muss sich Hongkong neu repositionieren, weltweit, global.
Und das betrifft uns alle und das betrifft für euch, vor allem euch als Luxusmarken, weil ihr habt das super Geschäft in Hongkong und im Moment steht das. Wie lange hat SARS gedauert? Wie viele Leute? SARS hat also gedauert 3 Monate, aber die Auswirkungen sicherlich über 1 Jahr lang. Ja? Ich meine, das war so weit, dass Hongkong-Geschäftsdelegationen bei Messen nicht empfangen wurden oder hinter Wandschirmen nur mit ihren Geschäftspartnern reden haben können. Das war total verrückt. Wie habt ihr das dann? Nach diesem ersten Lunch weiteten wir das aus auf die ganze Luxusindustrie, auf den Tourismus, auf die Hotelvereinigungen und auf die Fluggesellschaften. Und wir haben dann die nächste Veranstaltung waren 200 der führenden Leute in Hongkong und wir kamen zusammen und haben dann eine Aktion beschlossen. Das war Phoenix, aus der Asche. Phoenix aus der Asche. Und da waren die Top-PR-Firmen von Hongkong. Alle haben freiwillig auf einmal wirklich zusammengearbeitet mit einer internationalen Kampagne. Wie kann sich Hongkong neu repositionieren? Und das hat dann auch wirklich sehr viel geholfen. Und derartige Aktivitäten, weil die eben im Kick-Club basiert sind, die haben uns sehr viel Goodwill gegeben in der Zukunft. Ja? Ich meine, die Leute haben sich an sowas erinnert. Klar. Auf einer anderen Ebene, nicht nur, weil das opportun ist, sondern wirklich, weil das auch für uns ein Anliegen ist, haben wir uns immer schon auch für sustainable oder verantwortliche Themen eingesetzt, ob das im Charity-Bereich war. Ich bin Buddhist geworden und mache also hier sehr viel wohltätige Veranstaltungen, aber auch für humanitäre Zwecke. Wir engagieren uns sehr im Umweltbereich. Zum Beispiel welche Projekte? Wir haben mich sehr engagiert für Recycling-Projekte. Weil Hongkong ist also im Recyclingbereich hinkt dem internationalen Standard total nach. Wir haben einmal mit 12 Partnern eine Umweltfirma gegründet, um derartige Themen aufzugreifen. Ein Thema war zum Beispiel ein Ersatzprodukt für Styropor zu finden. Wow. Das war schon vor 15 Jahren. Und wir haben damals dann in Europa, in Deutschland und in Skandinavien neue Technologien gefunden, hauptsächlich im Stärkebereich. Wie weit seid ihr da kommen? Es war dann eine sehr schwierige Lernkurve. Im Endeffekt haben wir das nie wirklich umgesetzt. Was wir wirklich umgesetzt haben, wir haben eine sehr interessante Trainingsfirma ins Leben gerufen. Die hat geheißen Asia Works, wo persönliche Trainings und dann auch Corporate Trainings für Großfirmen gemacht, in ganz Asien gemacht worden sind. Wir waren damals mehr oder weniger Inkubator und wir haben das dann den führenden Management weitergegeben. Im Kick-Club selber seit 2-3 Jahren servieren wir auch primär organische Küche. Wir arbeiten also mit einer ganz speziellen Versuchsfarm in China, die in den Bergen liegt, wo nie Dünger verwendet worden ist. Das ist also nicht eine kommerzielle Farm, wo wir einer der ganz wenigen Gastronomien sind, die beliefert werden, auch nur aufgrund von persönlichen Beziehungen. Wir importieren sehr viel organische Produkte aus Italien und aus Australien, Neuseeland. Wir verwenden wirklich nur die besten Ingredienzien in der Küche. Und man liest ja international die Essensskandale in China von recycled oils und alle unmöglichen und künstliche Eier und was der Teufel ist alles. Und also in der Zwischenzeit ist auch der Asiate, der Chinese, sehr sensitiv und immer weiß, wie wichtig Essen ist. Ich persönlich interessiere mich auch schon seit über 20 Jahren an vorbeugender Gesundheit. Was machst du da zum Beispiel? Und habe damals mit einem deutschen Arzt, der aber auch ein voll ausgebildeter chinesischer Arzt war, ein Gesundheitszentrum, das ist Dr. Heber. Der ist heutzutage beratender Arzt am Lanzer Hof in Lanz. Aufgrund meiner Einführung hat er seine Ordination dort seit 10 Jahren. Und mit dem arbeite ich eigentlich schon länger und das ist unser Traum und das ist also mein nächstes großes Ziel. Wir wollen ein ganz tolles Detox-Resort aufmachen. Und wie soll das ausschauen oder was schreibt ihr da vor? Ich meine, es gibt ja also ähnliche Kliniken wie den Lanzer Hof und Detox ist halt also wirklich ein bekanntes Konzept, dass das wirklich sinnvolle Vorbeugung ist.
aber auch Heilung von Wohltätigkeitskrankheiten, von chronischen Krankheiten, die wir alle haben. Ja. Und wenn man sich dort wirklich auskennt, weiß man also, dass wirklich beim Essen und beim Lebensstil das Geheimnis zur Gesundheit liegt und man wirklich die Verantwortung für die Gesundheit selber übernehmen muss. Du bist, was du isst, oder? Ja. Man kann schon sündigen, wenn man das balanciert irgendwo. Und das ist also sowohl beim Essen, beim Lebensstil, aber auch beim Stress. Und man muss auch lernen, mit Ernährung? Dem Stress umgehen. Bist du vegan oder was hast du? Hast du da speziell? Ich bin, sagen wir 80% vegetarisch esse ich. Meine Frau hat seit 5 Jahren Krebs, ist heutzutage mehr oder weniger geheilt, weil sie auch den alternativen Weg gegangen ist. Deswegen haben wir zu Hause sehr strenge Gesundheitskost und wir verwenden also sehr gute Gesundheitsmittel vom richtigen Öl über die richtigen Nüsse, über Turmeric. Auf was schaust du, wenn du das kaufst? Auf was schaust du das? Was ist das Wichtigste? Es gibt ja halt am Internet wirklich sehr, sehr gute Informationen und da muss man sich eben ein bisschen einlesen. Also wenn man die alternative Krebsbehandlung liest, dann ist sie nicht nur zuständig für die Krebsheilung, sondern auch, das ist die absolute Anleitung, wie man gesundes Leben führen soll. Das fängt an beim Sport, bei Bewegung, man muss in die frische Luft gehen, man soll Sonne haben, also dieser Unsinn, dass Sonne schlecht ist, ist ein Wahnsinn. Und Wasser ist natürlich sehr wichtig. Trinkst sehr du wichtig. Viel? Schaust du drauf? Ich trinke sehr viel Wasser in der Zwischenzeit. Ich hab jetzt seit 1,5 Jahren aber auch aufgehört, Alkohol zu trinken. Trinke also einmal im Monat noch ein Glas Champagner, aber sonst... Wie geht's mit dem Rauchen? Rauchen habe ich auch aufgehört, bin im Moment ein bisschen im Stress und rauche 2-3 Zigaretten am Tag. Aber solange man etwas mit Maß betreibt, geht's. Aber Alkohol war für mich wichtig, wirklich abzusetzen. Und ich muss also gestehen, dass ich durch meinen Beruf doch jetzt im Nachhinein sagen muss, ich war zum gewissen Maße abhängig. Es war einfach ein totaler Rhythmus, jeden Tag am Abend mal mit einem Glas Wein sozialer anzufangen. Ja. In der Zwischenzeit, nach 1,5 Jahren, vermisse ich es überhaupt nicht mehr. Ich denke ganz anders, wie mein Gehirn funktioniert. Und es muss ja ganz schwer sein, weil wenn man sagt, wenn man was aufhören will, muss man irgendwie dieses Habit da verändern und jetzt, du schaffst, kommst du nicht einfach weg, sondern du hast immer noch das Problem. Ich war auf einen sehr interessante Erfahrung gemacht. Meine Tochter hat unter sehr starken Depressionen gelitten und das war so, dass ich gedacht habe, also sie wird das nicht überleben, sie wird sich über kurz oder lang umbringen. Und trotz allem meinem persönlichen Engagement, ich habe also monatelang kaum mehr gearbeitet, sondern mich nur um sie gekümmert, habe ich gesehen, ich kann ihr da nicht raushelfen aus diesem Loch, aus dieser Depression. Obwohl sie, wenn sie heraus war, hat sie das komplett verstanden, aber sie fiel dann einfach wieder für Tage und Woche hinein. Und da kam der Punkt, wo ich gesagt habe, also man muss da ganz anders denken und habe dann mich bei meinen Ärzten beraten und wurde verwiesen an einen Coach. Und dann mit dem gesagt, du, ich möchte jemanden finden, der meine Tochter auf 1 Monat oder 2 Monate in die Natur irgendwo hinnimmt, 24 Stunden, und ihr wieder einen Lebenssinn gibt, sie wieder zurückführt zur Normalität, zur Einfachheit. Ja. Und habe gesagt, kannst du mir jemanden empfehlen? Und dann habe ich gesagt, du, ich kenne deine Tochter, ich glaube, der kann man sicherlich helfen. Ich mache das selber. Ich habe dann meine Tochter nach Europa gebracht und das war schon schwierig, weil sie Angst gehabt hat davor. In dem Zustand ist es auch schwierig, dass jemand sagt, er will wirklich sich ändern, weil sie die Hoffnung aufgegeben haben. Aber wir kamen dann nach Österreich und dieser Coach hat gesagt, du, ich möchte sie ans Meer bringen. Das Meer wirkt sehr heilend. Sie braucht Italien, frische Luft, oder wo war das? Ja. Und ich habe dann gesagt, du, ich würde eigentlich ganz gern mitfahren, außer ich bin im Weg und störe die Heilung oder deine Behandlung. Und dann habe ich gesagt, nein, ich glaube, ihr versteht es euch gut, komm mit, wenn du mir im Weg bist, dann sage ich dir das. Und wir fuhren dann ohne Ziel los und kamen in der Früh in Puglia an, am Ende von Italien, hatten dort das Glück und haben dort einen super tollen Bauernhof uns gemietet und waren dann dort 4 Wochen und haben jeden Tag 4-5 Stunden Yoga gemacht, Atemübungen, und die restliche Zeit viel Spaß gehabt, viel philosophiert. Und meine Tochter hat eine unglaubliche Erneuerung erfahren und wirklich zu ihrem tiefen Sinn zurückgefunden und ist heute halt ein voll total motivierter Mensch,
die wirklich mit 25 Jahren ein total klares Bild hat, was sie im Leben erreichen will. Und eben ein Ziel ist, dass wir zusammen ein derartiges Transformations- und Gesundheitszentrum aufsperren wollen. Und wir sind jetzt an einem Arbeiten, wir haben einen sehr tollen Besitz in Italien gefunden und ich suche im Moment ein, zwei visionäre Investoren, die dort mit investieren. Das Projekt hat auch einen sehr interessanten Vorteil. Wir haben dort über unsere Anwälte eine Zusicherung für 50-prozentige EU-Finanzierung, eine verlorene Finanzierung, also mit der man also ein derartiges, tolles Gesundheitszentrum aufsperren kann. Okay. Wie viel Investitionssumme ist das? Was geht's da? In der ersten Phase brauchen wir 1 Million, die wir entweder von Euro, die wir von einem Investor oder von 2, 3, die sich zusammenschließen gegen eine Beteiligung oder eventuell gegen einen Grundbesitz einer Villa in diesem Ressort. Das ist ein 200 Hektar Besitz, also das ist ein wunderschöner Besitz. Einer der wahrscheinlichen Partner ist der CEO von der Banco di Bassa di Siena, also einer der berühmtesten Banken, der diesen Besitz sich angeschaut hat, sagt, Jungs, das ist ein Juwel, wenn wir das bekommen zu dem Preis, 200 Hektar für 5 Millionen Euro und das Ganze kriegen wir EU-Finanzierung dafür, dann müssen wir das machen. Und also ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das zusammenbekommen. Ich rede im Moment mit einigen Leuten. Was ist der Zeithorizont? Dieses erste Risikokapital geht dorthin, dass wir einen Vorkaufsvertrag unterschreiben mit dem Grundbesitzer, dem er zugestimmt hat, dass wir eineinhalb Jahre Zeit haben, sämtliche Baugenehmigungen zu bekommen und Betriebsgenehmigungen und alle Zusagen, die wir haben wollen, plus die EU-Finanzierung, dass die gesichert ist. Dann haben wir ein voll finanzierbares Projekt und dazu müssen wir dem eine gewisse Anzahlung machen und wir müssen gewisse Planungskosten reinstecken. Wir haben aber schon Sitzungen gehabt mit der Provinzregierung und die erachten das als eines der wichtigsten Projekte für Pulien, weil das also komplett neuen Akzent von einem Gesundheitstourismus nach Pulien bringt. Und das ist ein Ganzjahrestourismus. Und wenn man zum Beispiel auch die wirtschaftliche Rentabilität von einem Betrieb wie den Nanzer Hof versteht, dann weiß man, dass das also wirklich ein sehr vernünftiges Sustainable Business ist. Zusätzlich wollen wir also dieses Geschäft zu 50% der Charity führen. Also wir wollen 50% der Gewinne geht ausschließlich an einen Zweck, der wiederum gezielt ist, um Menschen mit Depressionen, mit Abhängigkeiten zu helfen, die sie das nicht leisten können. Ja. Was ist so das Geschäftskonzept vom Landshof, weil du sagst, dass das so profitabel ist? Erstens geht der Gast dorthin nicht auf ein, zwei Tage, sondern auf eine Kur muss man so zumindest 2 Wochen gehen. Dann, wenn jemand das einmal erlebt hat und die persönliche Veränderung erlebt hat, dann weiß er, dass er das also einmal im Jahr machen wird und bucht schon bei der Abreise den nächsten Besuch. Mhm. Und wir haben also dort in dem geplanten Ressort haben wir 50 Lodges oder Häuser oder Bungalows, wo wir vielleicht maximal eine Belegung haben von 1,3 Personen pro Zimmer. Das heißt, dass wir im Jahr ungefähr 1.500 Gäste haben, 1.800 Gäste. Und dafür gibt es also wirklich ein unbegrenztes Publikum. Noch dazu die Ärzte, die mit denen wir arbeiten werden, die sind seit 20 Jahren in diesem Feld tätig und renommiert und haben selbst einen großen Patienten- oder Kundenkreis, den sie mitbringen können. Und Pulien ist einfach eine wunderschöne Destination, einfach zu erreichen in einer Stunde von überall in Europa. Man kann natürlich auch mit dem Auto hinfahren und es ist meiner Meinung nach eine schönere Destination wie Ibiza oder Mallorca im Mittelmeer oder griechische Insel, weil es einfach Pulien ist die älteste Provinz von Italien, die geht also weit vor der römischen Besiedlung zurück. Du hast davor kurz angesprochen, Atemübungen. Ich kenne total viele erfolgreiche Leute, die machen Atemübungen, meditieren. Machst du es regelmäßig? Ja, man muss sich gewisse Rituale angewöhnen. Entweder man kann das in der Früh machen, was sehr sinnvoll ist, und machst das mit Bewegung verbinden. Ich mache es in der Früh, wenn ich gehe sehr gern auf den Berg. Und zwar in Hongkong gehe ich von meiner Wohnung hinaus und gehe dann ein paar hundert Höhenmeter ganz steil den Berg hinauf, wo man wirklich ins Schwitzen kommt. Und dazu mache ich dann auch, wenn ich oben ankomme, Atemübungen.
Aber in Hongkong sitzt man auch ein, zweimal am Tag im Taxi, 10, 15 Minuten, also, wo man total abschalten kann und meditieren und Atemübungen machen kann. Man muss sich das angewöhnen, dann wird das automatisch. Was machst du da genau? Oder hast du kannst du irgendeinen Tipp geben, Webseite oder Buch oder irgendwas, wo du sagst, das sollten sich da anschauen? Also die tiefe Wissen des Atems kommt ja aus dem Ayurveda. Also ich würde jedem, der das wirklich lernen will, empfehlen, das bei jemandem zu lernen, der einem das wirklich vernünftig beibringen kann. Es gibt also wirklich verschiedenste Zielrichtungen, warum man den Atem verwendet. Primär hilft ein tieferer Atem, der also ins Zwerchfell atmen geht, dazu da, und zwar das ganze unser Nervous System, unser Nervensystem runterzufahren und also den Stress automatisch loszuwerden. Du machst das zweimal zusätzlich, also in der Früh, dann noch ein, zweimal am Tag? Ja. Mhm. Wie lange immer? Das kann man machen 5 Minuten, je länger man das macht, desto besser. Man kann es dann auch wirklich, es gibt gewiss ganz gezielte Atemübungen, wo man also mit Nostril, also mit die Nase teilweise schließt oder abwechselnd die Nase, eine Nasenseite schließt und so weiter, wo man den Atmen sehr, sehr verlangsamt. Aber das ist am Anfang überhaupt nicht notwendig. Also man sollte am Anfang was möglichst Einfaches, genauso wie bei einer Meditation. Also Meditation wird ja auch empfohlen, dass man einfach dem Atem zuschaut, was sehr schwierig ist, weil eben unser Geist ständig herumspringt und 100 Gedanken gleichzeitig denkt. Aber man kann dann mit gewisser Übung, und das dauert im Endeffekt vielleicht 2-3 Wochen, wenn man es wirklich regelmäßig macht, sich das angewöhnen. Und das muss also nicht mit irgendeiner religiösen Praxis verbunden sein. Also zum Beispiel, wenn man das nicht will, dann gibt es also verschiedene, wie heißt das, also reine Meditationspraxisen, die heutzutage Millionen von Leuten machen, das wird den Leuten im Gefängnis beigebracht. Alles mögliche schon, ja. Der Filmdirektor, wie heißt der? Der hat also eine Organisation, wo er Millionen Leuten auf der Welt David Lynch. Die David Lynch Foundation, die hat sich speziell gewidmet, den Leuten Atmen und Meditation beizubringen. Also das ist zum Beispiel eine Plattform, die das sehr seriös betreibt. Aber da gibt es also viele, es gibt sehr viele buddhistische Atemübungen und Meditationsanleitungen. Hast du eine Abendroutine? Habe ich eine Abendroutine? Weil ich habe eine persönliche Abend- und Morgenroutine, ist und zwar, dass ich den Tag versuche, wirklich sehr positiv zu beginnen und mich auch für mich beim Universum oder bei dieser führenden Kraft, ob du sie Gott nennen willst, ganz egal welchen Namen du dem geben willst, dieser göttlichen Kraft, die man auch Qi oder Lebensenergie nennen kann, die uns am Leben erhaltet und die uns mit allem anderen Leben verbindet, mit jedem Strauch, mit jedem Blatt, mit jeder Frucht, mit jedem Wasser, mit den Sternen, mit dem Universum, und mich bei der zu bedanken, wo ich jetzt im Leben bin, trotz aller Schwierigkeiten. Ich schaue mir Schwierigkeiten an als einen Lernprozess, weil wir lernen mehr von Schwierigkeiten, wir lernen mehr von unseren Fehlern, als wie von unseren Erfolgen. Erfolgen machen uns hochnäsig, eingebildet, und wir glauben, wir sind unverwundbar und wir können alles machen, bis dann der große Absturz kommt. Also es ist wirklich sehr wichtig, dass man wirklich auch Fehler begrüßt. Wichtig ist, dass man den Fehler wiederholt. Sondern dass man offen ist, sich die Fehler anschaut, vielleicht auch mit einem Freund darüber redet und sagt, wie siehst du das, wie ist deine Erfahrung mit diesem Thema? Und das kann Ärger sein, also es gibt Leute, die sind sehr zornig, es gibt Leute, die sind neidig, es sind Leute, die gibt Eifersucht. Es gibt also alle unsere verschiedenen Emotionen, die uns mehr oder weniger in Schach halten, und es ist wichtig, dass wir die kennenlernen und unsere Schwerpunkte abbauen. Mit wem redest du über solche Dinge? Also als Buddhist gehe ich 2-3 Mal im Jahr auf buddhistische Lehrgänge, teilweise zur Meditation, teilweise sind das philosophische Lehrgänge. Dann lese ich sehr viel. Was liest? Also ich lese auf der einen Seite buddhistische Bücher, weil mich die interessieren. Irgendeins, was wirklich vielleicht so zum Einstieg für jemanden, der was jetzt zuhört und sagt, ein buddhistisches Buch zum Einstieg, hättest du da eine Empfehlung? Eines, das ich sehr empfehlen kann, ist Sogyal Rinpoche. So. Verlinkt dann drunter, ja. Und zwar ist das, der Titel heißt irgendwie das tibetische Totenbuch oder das Wissen vom Leben und vom Tod. Und das klingt jetzt so sinister, aber es geht also wirklich darum zu sehen, dass
unser Leben nur Vorbereitung ist auf Tod, und Tod ist nicht das Ende, sondern ist der Übergang in eine höhere Dimension, aus der wir auch wieder zurückkommen. Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, unser Leben sehr positiv zu gestalten. Ja? Wow. Weil wir nehmen mehr oder weniger unser emotionales Harddisk, die nehmen wir mit, wenn wir diesen Körper verlassen. Und wir sind ganz sicherlich nicht tot. Ja? Sondern unser Bewusstsein ist Energie. Und Energie kann nicht verschwinden, die kann nur transformieren. Und das ist auch heute wissenschaftlich über Quantenphysik und so weiter bekannt. Und das ist das andere Thema, das mich interessiert. Mich interessiert also wirklich die Kante, oder also wo Wissen heute sich weiter fortsetzt, sich ausbreitet, dort wirklich die letzten neuesten Erkenntnisse zu lesen. Also Wissenschaft, Metaphysik, das da schon. Und das interessiert mich Medizin sehr viel, vor allem ganzheitliche Medizin, vorbeugende Medizin, aber mich interessiert auch wahnsinnig wirklich, was ist unser Denken? Auf Englisch heißt es Consciousness oder Bewusstsein. Weil Bewusstsein, weiß man heutzutage, passiert nicht nur im Gehirn. Bewusstsein ist ein Feld, das um uns, in unserem ganzen Körper ist, aber auch um uns, wo wir uns über dieses Bewusstsein verbinden, wie ein Mobiltelefon oder wie ein Fernseher mit einem Programm, das von irgendwo ausgesteuert wird, sind wir auch sensitiv zu den ganzen Programmen, die rund um uns passieren. Ja? Also wenn wir in ein negatives Umfeld gehen, dann wird unser Bewusstsein runtergedimmt auf negativ. Wenn wir in ein positives Umfeld gehen, wenn ich zum Beispiel auf einem buddhistischen Lehrgang bin, dann bin ich total high für eine Woche. Ja. Und man spürt das wirklich, wenn man dort ist und wenn man dann wieder zurückgeht ins normale Leben, in den normalen Stress, wie sich das ändert. Wie schirmst du dich da ab? Oder hast du irgendwie Strategien entwickelt, wo du sagst, boah, jetzt geht's mir richtig schlecht, jetzt komme ich wieder raus? Hat ja jeder Mensch, gehen wir davon aus. Also man soll sich da wirklich ganz einfache Strategien entwickeln. Man soll sich mal anschauen, was man jetzt als schlecht empfindet, dass man irgendwas nicht bekommen hat oder dass man irgendein Geschäft verloren hat. Aber dann kann man sich anschauen, man hat im Moment keinen Krebs, man ist nicht pleite, man hat viele Freunde, die Sonne scheint, man hat gerade was Gutes gegessen. Also warum muss man sich den Kopf zerbrechen, was in 10 Jahren passiert? Oder warum muss man sich über etwas ärgern, was gestern passiert ist? Wenn mir etwas widerfahren ist und das verletzt mich, warum muss ich dann diese Verletzung in Ärger und mit mir herumtragen? Das heißt, ich mache nur mein eigenes Leben kaputt damit. Sondern ich kann so schnell wie möglich damit abschließen und sagen, das ist okay. Und ich vergebe den Leuten, die mich in meinem Verständnis falsch behandelt haben. Bei mir kommt dazu auch noch, dass wenn mir was Negatives passiert, dann sehe ich das komplett anders. Dann sehe ich das, dass mir das Universum diese negative Erfahrung als etwas zum Lernen geschickt hat. Das ist so gut, ja. Und wenn man das so sieht, dann ist nichts schlimm. Ja? Dann kann man wirklich mit vielen Dingen umgehen. Und ich weiß, dass es Schicksalsschläge gibt im Leben, die kann einen wirklich von den Füßen umschmeißen. Ja. Zum Beispiel, ich habe es in meinem Umfeld sehr oft jetzt erlebt, dass Leute diagnostiziert werden mit Krebs. Wie geht man mit denen um, wenn einem gesagt wird, man ist unheilbar, man hat nur 3 Monate zu leben oder man hat nur 3 Jahre zu leben, man muss Chemotherapie machen. Man weiß, die Chemotherapie, die ruiniert mein Leben, ich muss den Sport aufgeben, ich muss alles aufgeben, ich werde mich miserabel fühlen, ich werde Depressionen haben. Aber man kann sich dann hinsehen und sagen, da gibt es auch Lösungen dafür. Und es gibt also genügend Beispiele heutzutage, die man finden kann. Also für jeden, der Krebs hat, empfehle ich eine wunderschöne Dokumentation am Internet, die heißt A Beautiful Truth, also eine schöne Wahrheit. Und zwar, jetzt ist eine Dokumentation von einem 16-jährigen Kind, das sich nicht damit abfinden wollte, dass sein Onkel oder ein Verwandter von ihm Krebs hatte. Und er hat sich dann als Aufgabe gesetzt, zu finden, wie kann man Krebs heilen? Was für alternative Methoden gibt es zur Heilung? Ist dann um die Welt gereist und daraus wurde der Film noch. Und der also erstens sehr informativ ist, der aber wirklich tief ergreifend ist und jedem, der mit diesem Thema konfrontiert ist, Hoffnung geben kann. Ich habe diesen Film meiner Frau vorgespielt und der hat sie dazu überzeugt, wirklich den alternativen Weg zu gehen. Ja? A beautiful truth, ja. Wow, ich verlinke das. Ja. Wow. Aber ich empfehle auch wirklich führende Forscher, die also führende Denker sind,
wie zum Beispiel Bruce Lipton, der also komplett ein neues Verständnis der Genwissenschaft formuliert hat, und zwar heißt es Epigenetics, und zwar, dass wir also nicht vorbestimmt sind von unseren Genen und dass uns vorgegeben ist, dass wir schwul sind oder dass wir Alkoholiker werden oder Mörder werden oder Krebs bekommen. Es gibt gewisse sicherlich Vorbedingungen, aber primär 95% der Ursachen sind eigentlich unser Lebensstil. Ja? Wir sind nicht vorprogrammiert auf Unglück. Und man kann also jede Vorprogrammierung auch gegenprogrammieren. Und es gibt zum Beispiel dort auch wieder ganz tolle neue Denker, die wirklich, wo man lernen kann, wie man sein Unterbewusstsein umprogrammiert. Das dauert ungefähr zumindest einen Monat, wenn man es gezielt macht, wo man gewisse schlechte Angewohnheiten, Emotionsmuster auflösen kann. Emotionsmuster, die uns in unserer frühen Kindheit in unser Unterbewusstsein reingeladen worden sind, ohne dass wir da irgendeine Auswahl gehabt haben. Ich meine, das ist das, wo wir vorbelastet sind von unserer Kindheit, von unseren Eltern, aber auch schon im Mutterleib. Ja? Im Mutterleib kriegen wir die ganzen emotionalen Botschaften unserer Mutter mit, wie sie sich fühlt in ihrem Leben. Jetzt kann man sich vorstellen, manche Mütter haben eine sehr schwierige Zeit, wenn sie zum Beispiel alleinstehend sind, ohne Geld, verlassen vom Vater und müssen ein Kind in die Welt bringen. Wie viel Angst erfährt dieses Kind während es dort aufwächst im Mutterleib? Und das ist eine Vorprogrammierung, die kann man aufheben. Ja? Das muss nicht ein Angstmuster bleiben fürs ganze Leben. Wie hast du das gelernt? Hast du das dir selber beigebracht? Warst du mal beim Seminar? Wirklich gesucht und studiert. Also ich meine, ich habe mich da von einem Schriftsteller zum nächsten durchgelesen. Normalerweise gibt es ein Inhaltsverzeichnis oder ein Literaturverzeichnis, wo man dann aber halt im Internet, in Amazon, findet man also wirklich die aktuellsten guten Themen. Und man muss auch irgendwo sein eigenes Entscheidungsvermögen ein bisschen schulen, dass man also ein bisschen Kraut von Unkraut trennen kann. Es gibt auch viel Missinformation und irgendwo muss man selber Entscheidungen treffen. Aber man kann auch vertrauen der inneren Führung, und ich glaube, es gibt eine innere Führung, dass wenn man wirklich offen an ein Thema, an eine Frage herangeht, wird die Antwort kommen. Wenn man das Universum fragt, wenn man seinen Gott fragt, wie immer man den nennen will, dann wird man Antwort bekommen, oft sehr viel schneller, als wie man erwartet. Siehst du, dass das ein kritischer Faktor für Erfolg ist? Oder was siehst du für dich vor allem, was siehst du als ein Faktor für Erfolg? Ist das, dass man positiv ins Leben reingeht oder dass man eben offen ist, dass man vielleicht sich die alten Emotionen wirklich abschließen kann? Also ich glaube, generell im Leben auf Erfolg basiert auf Ehrlichkeit. Es ist wahnsinnig wichtig, dass man als junger Mensch sich an Ehrlichkeit angewöhnt. Ehrlichkeit führt dann auch zur Disziplin. Man muss eine gewisse Disziplin haben. Disziplin braucht man wiederum gewisse Routine. Man muss sich über gewisse Routine einfach Disziplin angewöhnen, und dann wird es was Positives. Dann wird es nicht mehr, ich muss jetzt das machen, ich muss jetzt Kniebeugen machen und so weiter. Dann ist es generell eine Offenheit, und diese Offenheit, hat man einen natürlichen Fokus, und zwar, es gibt gewisse Interessenbereiche, wo man sich interessiert, und dann soll man wirklich das aber auch gezielt machen. Und nicht sie auf die Schule verlassen oder auf die Universität, sondern selber das in die Hand nehmen. Ja? Universitäten und Schulen sind eigentlich nur Wissenswiederkäumaschinen, die ihn auch nicht darauf vorbereiten, dann im Leben zu stehen, vor allem nicht in einer Welt, die sich so schnell verändert wie heutzutage. Also es ist viel besser, wenn, ganz egal, was für Interesse du als junger Mensch hast, ob das technisch ist, ob es Sport ist, ganz egal, knie dich dort rein und such dir dort dein Spezialwissen zusammen und verbind es mit anderen Ideen, und aus diesen verschiedenen Ideen entwickelt sich dann deine Karriere, deine Richtung, in die du gehen willst. Ja. Und wenn man dann zurückschaut im Leben, sieht man, dass es dann kleine Dinge sind, kleine Ereignisse, die wirklich dein Leben bestimmt haben oder in eine Richtung gelenkt haben. Das können ganz zufällige Sachen sein. Was war es bei dir, wo du sagst, das war so ein Ereignis, wo du gesagt hast, das war sicher so ein Knackpunkt im Leben? Ja, zum Beispiel, dass ich den Freund von mir, den Handelsdelegierten, gefragt habe, ich möchte nach Saudi-Arabien gehen, bin aber dann in Hongkong gelandet. Und dass du aus Amerika zurückkommen bist, nach Wien. Ja, zum Beispiel zu sagen, ja, ich bin jetzt auf Urlaub und ich fliege jetzt nicht zurück, sondern ich habe gesagt, okay, ja, das Risiko, geh ein, ich kann nicht wieder zurückfliegen. Wer ist ein Mensch im Leben, wo du sagst, den siehst du richtig als erfolgreich? Siehst du dich selber als erfolgreich?
Ich sehe mich als erfolgreich, das inkludiert aber auch, dass ich ganz offen gestehe, dass ich sehr viele Fehler gemacht habe im Leben, immer noch Fehler mache, aber durch Fehler lernt man mehr sehr oft als wie durch Erfolge. Ich sehe dich als extrem erfolgreich, sonst würde ich ja mit dir jetzt nicht reden. Ja. Wen siehst du so im Leben, wo du sagst, das ist so ein richtiger Wow, so das ist die Definition von Erfolg? Da fällt mir jemand ein, den ich gestern hier bei uns im Club kennengelernt habe. Ich kam an einen Tisch von einem chinesischen Journalisten, einem sehr guten Freund von mir, und der hat mir dann vorgestellt, einem vielleicht 35-jährigen Chinesen, der aus Südchina kommt, der hat ohne irgendeinen finanziellen Background, wie er das gemacht hat, drei Studien hinter sich gebracht und ist heutzutage der führendste Game-Forscher in China mit 35 Jahren. Hat 2 IPOs mit über 1 Milliarde US-Dollar hinter sich und sagt, er wird in 10 Jahren Krebs heilen können. Wow. Und ich habe mit dem Mann, weil ich auch ein bisschen was davon verstehe, mich ungefähr eine halbe Stunde unterhalten und ich glaube das dem. Oh. Wie heißt der? Magst du Namen nennen oder ganz? Das ist ein chinesischer Name. Okay. Ich komme jetzt nicht rein. Passt. Ja. Wow. Der hat ein Privatunternehmen aufgebaut mit nichts. Das führende Team, das in China das Gene Sequencing abgeschlossen hat. Ja, also seine Firma hat die Kosten von, wenn man von einem Menschen das Gene Sequencing macht, das sind glaube ich 80.000 Gene, die da untersucht werden müssen. Und das hat damals kostet noch 10, 20 Millionen Dollar. Das hat die Kosten runtergebracht auf ein paar hundert Dollar heutzutage. Und deswegen ist es halt möglich, oder ist es ihm möglich, und da sieht er die Zukunft, und zwar Personal Medicine zu machen. Ja? Die können also von einem Menschen die Gene untersuchen, sehen, wo dort die Schwachstellen sind für einen möglichen Krebs, und können dann künstlich über Manipulationen, also Simulationen am Computer, hunderte, tausende Drogen verwenden und auch natürliche Drogen verwenden und schauen, auf welche Drogen reagieren diese schwachen Gene, und aus diesen eine Kombination machen für deine persönliche Medizin. Oh. Dass du überhaupt den Krebs gar nicht bekommst. 10 Jahre, sagt er. Cool. Ja. Wobei man wissen muss, dass Krebs ja 15 Jahre braucht, sich zu manifestieren. Der kommt also nicht über Nacht. Ja? Ja. Also wenn jemand eine Krebsdiagnose hat, muss er nicht glauben, dass er morgen stirbt. Ganz egal, was ihm die Ärzte sagen. Weil leider Gottes ist eben das gesamte medizinische System von der Pharmaindustrie gekauft, um ihre pharmazeutischen Präparate zu verkaufen und auch Operationen zu verkaufen. 50% der Operationen sind nicht notwendig. Was wäre ein weiterer Punkt? Das ist eine Frage, die stelle ich gerne jedem, und die kommt, die Ursprungsfrage ist eigentlich von Peter Thiel, einer der ersten Investoren in Facebook, und der hat immer so eine ähnliche Frage gestellt. Und meine Frage ist immer: Was ist etwas, von dem du überzeugt bist persönlich, wo aber die meisten Menschen überhaupt nicht mit dir übereinstimmen, du aber trotzdem sagst, das ist so? Gibt es da irgendwas? Boah, also das geht. Wo du dich mit jedem streiten könntest. Na, ich glaube zum Beispiel, oder ich bin fest davon überzeugt, dass unser Denken, mein persönliches Denken, manifestiert, kreiert meine Zukunft. Mein Denken kreiert die Welt so, wie sie um mich herum ist. In der Quantenphysik geht ja das in die Richtung. Also wenn man in der Quantenphysik sich das anschaut, dann ist es verständlich. Wenn man es im normalen Leben anschaut, wird es manchmal schwer verständlich. Ja? Mhm. Wir können uns heutzutage noch vorstellen, dass ein Telefon wurde wirklich von menschlichem Bewusstsein kreiert. Mhm. Ein Glas wurde kreiert, ein Bild wurde kreiert von jemandem, ein Auto wurde von jemandem kreiert. Aber wie wurde ein Baum kreiert? Der ist doch von selber schon da gewesen. Ja? Aber also im Buddhismus gibt es da auch sehr hohe philosophische Ansätze, wie man sich das wirklich erklären kann. Dass ich glaube, wir sind in diesen Scheinerfahrung, und zwar, dass diese Welt wirklich existiert, wie wir sie sehen. Aber in Wirklichkeit sehen wir nur eine Projektion, und diese Projektion wird von uns persönlich kreiert oder zumindest beeinflusst. Deswegen sieht jeder seine Welt komplett anders. Ja? Es gibt ja das berühmte Zitat von Einstein, der sagt, ist der Mond auch hier, wenn wir nicht hinschauen oder an ihn denken. Ja? Ja. Das ist ja ein berühmtes Zitat. Ja. Ah, gut. Deswegen interessiert mich wirklich dieses neue Wissen, das das eigentlich beweist. Wenn wir das wirklich in unser tägliches Leben umsetzen würden, würden wir ganz anders leben.
wenn wir auch leben, wirklich umsetzen würden, dass wir keine Angst haben müssen vor dem Tod, sondern dass wir weiterleben. Das ist etwas, was mich total beschäftigt, weil ich habe extreme Angst vor dem Tod, interessanterweise. Da müssen wir mal drüber reden. Ja. Vielleicht in einer zweiten Runde mal, dass wir da reden. Weil ich weiß, du musst langsam los, deswegen möchte ich noch ein paar abschließende Fragen ganz kurz stellen. Ganz kurze Fragen vielleicht. Gibt es ein Lieblingszitat von dir? Das, was du was sagst, das ist ein richtig Lieblingszitat. Dann folgt mir im Moment nichts. Okay, können wir ja schon später nochmal. Hast du irgendeinen speziellen Hintergrund auf deinem Handy oder am Computer, der was dich jeden Tag motiviert oder erinnert? Oder? Nein, ich bin auch nicht ein Fotosammler. Weder habe ich Fotos von meiner Familie bei mir, noch... Ja, vielleicht hast du irgendeinen motivierenden Spruch oder irgendein Foto oder irgendwas, was dich erinnert, aber nichts, oder? Nein, was mich motiviert, ist das Bild von einem meiner buddhistischen Meister, den ich persönlich kennengelernt habe. Der heißt Dilgo Khyentse Rinpoche und war einer der ältesten tibetischen Meister, die in den Westen gekommen sind und der also global Zentren aufgebaut hat und der heute wiedergeboren im Alter von 21 Jahren ist, den ich aufwachsen habe sehen und ich habe ihn in seinem letzten Leben gekannt und jetzt und ich bin also... ich fühle, dass das wirklich der gleiche Mensch ist, manifestiert in einem neuen Körper. Wow. Und ich weiß, also, und der ist ein junger Mensch und eben der ist fast wie ein Ziehkind von mir, oder weil ich ihn kenne und er mit meinen Kindern ein bisschen aufgewachsen ist und er mir oft ganz privat mitgeteilt hat, wie schwierig das für ihn ist, als Heiliger geboren zu sein. Und er selber ist nur ein Kind, der also kindliche Sorgen hat und kindliche Gefühle hat. Aber er ist heutzutage im Alter von 21 Jahren wirklich schon in eine Lehrerrolle hineingewachsen. Er hatte allerdings auch wirklich eine königliche Ausbildung von den besten Philosophen und Wissenschaftlern und so weiter, wie es kein normaler Mensch bekommt. Ja? Das ist auch etwas, was wir uns nicht vorstellen können. Und ich meine, da kommen wir zum Beispiel zu unserem Schulsystem, ich habe das vorher angeschnitten, das ist komplett falsch jetzt für unsere Zeit. Möchtest elaborieren, wie würdest du es besser machen? Ich weiß, es sind 100 Meinungen, aber vielleicht hättest du irgendwann... Ich glaube, also generell sollte man die Schulausbildung ausgerichtet sein, wie unser Gehirn Wissen aufnehmen kann. Und also wie zum Beispiel bei uns in der Volksschule oder auch vor der Volksschule unterrichtet wird, ist komplett falsch, wie unser Gehirn sich orientiert. Sondern da sollte man spielend lernen. Und dort sollte man lernen, im Umgang mit Menschen zu leben. Den Menschenumgang sollte man lernen. Und man sollte experimentieren unter Anleitung. Und dann, sagen wir, im Alter 10 bis 20 Jahre sollte es Gruppenarbeit sein, aber unabhängige Arbeit, auch schon Forschungsarbeit mehr und auch praktische Arbeit. Also für mich die beste Berufsvorbereitung für jeden jungen Menschen ist, so viel wie möglich auf der Uni oder wo es immer möglich ist, Praktika zu machen bei Firmen, weil die sind dann lebensbildend. Ja? Das habe ich genau das, über das wir im Buch geredet, dass die meisten Medizinstudenten haben immer Medizin gelernt und ich habe mich schon nach 6 Monaten ins Krankenhaus geschlichen, habe mit Ärzten halt schon geredet und das war für mich ja genau so, wie du es beschreibst. Ja. Alles so gut. Ja, vollkommen. Was war denn der letzte Kauf bei dir unter 100 Euro, wo du sagst, boah, das hat richtig, das ist etwas, das war dann 10.000 Euro wert, obwohl es eigentlich ein günstiger Kauf war. Gibt es irgendwas? Irgendeine Kleinigkeit, wo du sagst, eigentlich das... Also für mich sind es eher Bücher. Bücher, ja. Ehrlich, ja. Das glaube ich. Irgendwas, das empfehlen kannst, außer die ganzen buddhistischen, die davor, die ich auch schon habe. Vielleicht schicke ich dir was. Das wäre super. Schick dir ein spezielles, ja. Das wäre total nett, ja. Was war der letzte Urlaub? War zusammen mit deiner Tochter oder? Mein letzter Urlaub war nach Puglia. Ja. Wenn du Urlaub machst, dann war es. Ja, ein schöner Urlaub war im Herbst und zwar der Freund von meiner Tochter hat organisiert einen Abenteuer-Bootstrip auf einem Archipelago auf den Philippinen. Cool. Und zwar heißt es Tower Expeditions. Ja. Das ist eine super Erfahrung, wo man auf einem tollen Auslegerboot eine Woche durch 200 Inseln fährt, wo zum Beispiel... Wie lang? Eine Woche. Oder 10 Tage, man kann es auch länger machen. Und, was kostet das, wenn man es bucht? Das ist nicht so teuer, das ist vielleicht 100, 200 Euro am Tag oder so. Am Tag, ja. 100 bis 200 Euro. Aber das ist alles auf der Website. Es kommt daran, ob man es als Gruppe macht oder ob man... Wir haben eben das Boot nur zu 6 gemietet, normalerweise kann man da 18, 20 Leute drauf sein. Mhm.
man schlaft jeden Tag auf einer anderen Insel, da haben sie Basecamps, da haben sie zum Beispiel Survivors gefilmt, denn die Fernsehserie, und das ist wirklich am Ende der Welt, und das ist also derartig wunderschön, fischreich, also man geht den ganzen Tag schnorcheln und so weiter, und man ist also wirklich mal mit der Natur total verbunden. Was suchst du im Urlaub? Schaltest du komplett ab, Handy aus, Laptop weg, oder bist du da immer noch, sagst so 50-50? Nein, normalerweise im Urlaub, also ich muss, schalte ich mir ab. Schaffst und du. Möchte also möglichst in Erfahrungen ein Erlebnis gehen. Wie lange brauchst du, bis du da weg bist? Kannst du sofort? Oder, oh, ich kann mich schnell abschalten. Ja. Wow. Ja. Aber das Tolle ist eben wirklich was zu tun im Urlaub, nicht nur irgendwo rumzusitzen. Ja. Also du bist nicht der nur am Strand liegt, sondern du willst da schon ein bisschen Erlebnisse haben und so weiter. Ja. Wenn du heute Geld für dich selber ausgibst, gibst du das eher für Gegenstände aus oder gibst du das für deine Familie aus, oder wenn du Geld ausgibst? Na, ich gebe gern Geld für meine Familie aus. Ja. Das macht mir Freude, auch für Freunde. Wenn du etwas für dich selber kaufst, ist es dann eher Erfahrung, ein Erlebnis, oder ist es dann ein Erwerbsgegenstand? Also ich habe sehr gerne gesammelt. Ich habe gern Kunst gesammelt. Aber das wobei ich eben ja. Kunst entdecken will, wo ich Künstler finden will, wo ich interessante Kunst im Werk eines Künstlers finden will. Ich habe auch die Passion gehabt, verschiedenste Antiquitäten zu sammeln. Es ist einfach ein Spaß, auf einen Bazar zu gehen in Indien oder in Marokko oder in Istanbul und zu handeln. Also ich gehe gern wohin, wo man nicht weiß, wie teuer es ist. Ja. Und das ist ein Erlebnis, zu handeln und zu sagen, was ist mir was wert? Und den dorthin zu bekommen, dass er zustimmt und das dann auch mit Freude verkauft. Ja? Ja. Nicht sich gegenseitig beschimpft. Also ich würde immer sogar mal überlegt, man sollte ein Warenhaus aufmachen, wo man handeln muss, wo es keinen Fixpreis gibt. Ehrlich, oder? Das finde ich eine coole Idee. Und alle Verkäufer würden nur von der Kommission leben. Das ist richtig gut, ja. Zwei letzte Fragen noch. Was würde es deinem 20-jährigen Jüngeren selbst geben? Und bring uns mal dorthin, wo der damals war, der 20-Jährige. Würdest du irgendeinen Tipp geben, irgendwas... Muss ja nicht, was er anders machen soll, sondern vielleicht irgendein Tipp, oder was würdest du dem sagen? Also ich würde sagen, ganz gezielt Praktika zu machen. Aha. Und ich würde sagen, je jünger man sich Disziplin angewöhnen kann, zum Beispiel Meditation oder Atmen, ja. Aber auch Sport oder Yoga, desto besser wird, desto leichter fällt es einem Leben, gewisse Dinge durchzusetzen. Vernünftig ist eventuell auch ein kritisches Tagebuch zu führen, dann wo man sich wirklich auch Fehler eingesteht. Ja? Mhm. Es gibt im Buddhistischen eine Lehrgeschichte, und zwar, dass man sich in der Früh 20 schwarze und 20 weiße Steine einsteckt und dann für jede schlechte Erfahrung einen schwarzen Stein auf die Seite tut, für jede gute Erfahrung einen weißen, und am Ende vom Tag sich das anschaut. Und am Anfang wird man viel schwarze Steine haben, aber dann kann man langsam durch Trainieren kann man zu einer Vielzahl von weißen Steinen kommen und von positiven Erfahrungen. Ah, das ist richtig gut. Letzte Frage, wenn du jedem Handybesitzer in der Früh eine Nachricht draufschicken könntest und der würde die lesen, was würdest du ihm schicken? Bedank dich für dein Leben. Bedank dich für dein Leben. Wenn dir diese Show gefallen hat, hinterlasse bitte einen positiven Review im iTunes Store. Du erkennst, wie wichtig die richtigen 5 Menschen um dich herum sind. Du möchtest dein Leben genauso dominieren, anstatt immer nur zu kämpfen? Doch, wie geht das? Genau dafür hat Dr. Julian Hosp die Dominieren statt Kämpfen Mastermind-Gruppe gegründet, in der du exklusiven Zugriff auf Insiderwissen zu Gesundheit, Beziehungen, Netzwerken, Business, Finanzen und vieles mehr bekommst. Tausche dich zudem mit hochmotivierten Menschen aus und erweitere dein Netzwerk automatisch, ganz bequem von zu Hause aus. Schau gleich auf www.julianhosp.com/mastermind und buche deine kostenlose Intro-Stunde. Dominiere, anstatt nur zu kämpfen. Für noch mehr großartige Gespräche, vergiss nicht, nächste Woche wieder reinzuhören.